Das ist das Busch Schnell 12x32 Power View Fight Fernglas. Was es kann, schauen wir uns an. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossen vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Und da ist es nun, dieses 12x32 Busch Schnell Faltfernglas. Und ich habe das erste Mal ein Busch Schnell getestet, ausprobiert. Und es hat mich schon seit Jahren immer wieder gereizt, mal in diese Serie einzusteigen. Und ich bin bei der günstigen Variante angekommen. Link findest du unten dazu, also kannst du anschauen, was ich unter günstig verstehe. Von der Verarbeitung her, ja, geht so. Ja. Also muss ich nicht sagen, dass das toll wäre. Es geht halt gerade so. Es gibt Schlimmeres, aber ja, es geht ja nicht nur darum, ob da jetzt nicht irgendwo, weil wie gesagt, da sind irgendwelche so gleich so mal so Abschläge drinnen und dann stehen da so kleine Franzen runter und wenn ich da vorne drüber gehe, dann ist das scharf. Aber wenn die Optik passt, dann nimmt man solche Sachen in Kauf. Das ist eine 12-mal Vergrößerung, die ich absichtlich genommen habe, aus dem Grund, weil ich zum Beispiel bei diesem Faltglas die Idee hatte, das einzusetzen bei der Orientierung. Das bedeutet, ich möchte weit nach vorn schauen, möchte dort Details überprüfen, ob ich diesen Weg, den ich da jetzt mir vorgestellt habe auf der Karte, auch tatsächlich umsetzen kann. Und der zweite Punkt ist, ich beobachte immer wieder von meinem Haus aus eine Waldlichtung, die ist sicher 3,5 Kilometer entfernt und da laufen immer irgendwelche lustigen Tiere herum, ja, also Hasen, Rehe, Hirsche, ja, und da mag ich gerne rüberschauen und möchte wissen, was es ist und deswegen habe ich mir eine 12-fache Vergrößerung genommen. Und es ist in Ordnung, ja, also die Optik insgesamt ist in Ordnung, die ist nicht schlecht, doch mir fällt etwas auf und zwar, du hast hier auf dieser Seite, ja, auf der rechten Seite, kannst du noch einmal einen Dioptrienabgleich machen. Na gut. Und das Problem ist, ich stelle mir das ein und es ist alles klar und ich bin glücklich. Ich habe dann hier noch einmal ein Stellrädchen, um scharf zu schalten und das geht auch gut. Also das Glas ist wirklich für den Preis echt nicht schlecht. Wirklich nicht. Das kann man gar nicht sagen. Und, aber das Problem ist jetzt das. Dieser Dioptrienausgleich, der ist butterweich. Das heißt, wenn ich das jetzt zusammenfalte und jetzt zum Beispiel bei mir da in meine Helikontex-Jacke reingebe oder was auch immer oder in eine Tasche reinstecke, dann habe ich das da drin, dann marschiere ich und gehe und sonst irgendwas und dann nehme ich es raus und dann verschiebt sich das Teil da. Ja? Das heißt, ich muss immer wieder diesen Dioptrien-Ausgleich machen. Immer wieder, also nicht permanent, aber sicher, wenn ich das Teil jetzt beim Wandern mit habe und es 10-mal rausnehme, muss ich es 2-mal wieder einstellen. Und das kann jetzt sein, dass genau mein Glas, das ich bekommen habe, diesen Fehler hat oder es haben alle. Ich weiß es nicht. Aber das nervt mich ein bisschen. Aber mit dem kann ich auch leben. Ja, mit dem kann ich auch leben, weil für den Preis und für die Qualität, die es hat, bin ich absolut zufrieden. Ich habe mir in Foren angeschaut und unterschiedlichste Bewertungen durchgelesen. Es ist anscheinend tatsächlich so, dass die Firma, die er in China produzieren lässt, eine amerikanische Firma, die in China produzieren lässt, besonders bei den günstigen Gläsern, doch deutliche Qualitätsunterschiede hat. Das heißt, du kannst Glück haben und kannst, so wie ich im Endeffekt, eines haben, das von der Optik her, also von dem, was es optisch bietet, einfach top ist. Ich meine, die Verarbeitung ist immer so ein bisschen günstig halt ganz einfach. Ich meine, darf man sich um die paar Euro auch nicht mehr erwarten. Und manchmal hast du dann wieder was, das ist wie ein geschliffener Aschenbecher, also nutzlos. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, das Teil vorher auszuprobieren, bevor du dich endgültig entscheidest, das zu kaufen oder es vielleicht wieder zurückschicken kannst, dann wäre das auf jeden Fall eine gute Sache, nicht, dass du einen Klump kriegst. Aber das hier, das ist gut. Und einen zweiten Punkt, der mich ein bisschen stört, und das muss ich einfach so sagen, das stört mich ein bisschen, und zwar, das ist das Bandel. So, kannst du sagen, Reini, das Bandel stört dich. Ja, pass auf, schau her. Ich hänge mir das jetzt um, einfach nur mal so. Und dann, so, hab das jetzt da hängen und sag, hey, da drüben ist was, das möchte ich mir anschauen. Und komm dann her und schau her. Dann liegt dieses Band, das ist nämlich hier in der Mitte angebracht und nicht außen. Und dann liegt mir das genau da so drüber, dann muss ich die da mal so runterheben und. Okay, jetzt kannst du wieder sagen, Reini, du bist so ein richtiger, immer musst du irgendwas Negatives finden. Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Und ich weiß schon, dass sich das, oder ich vermute mal, das lässt sich bei dem technisch nicht anders lösen und deswegen haben die das daher gemacht, aber es ist ein Nachteil. Aus. Und das heißt jetzt nicht, dass das Glas klumpert ist oder dass ich es wegwerfe oder dass ich es nicht mag deswegen, aber das ist halt ganz einfach der Nachteil. Und
ja, das nervt mich einfach. Das nervt mich einfach, deswegen habe ich sie immer so. Ja, also diesen kleinen, diese Schnur habe ich immer so und ich trage sie immer in irgendeiner Tasche oder gebe sie irgendwo rein und bin somit ganz glücklich. Also wie gesagt, Bushnell PowerView, das ist jetzt 12x32, das gibt es aber auch in 8- und 10-facher Vergrößerung. Und wie gesagt, wenn du dir die Punkte, die ich in dem Video besprochen habe, so durch den Kopf gehen lässt, dann wirst du sicherlich ein gutes Teil finden. Noch im Vergleich, ich habe ja auch ein Hawk-Glas, auch ein Faltglas mit 10x30, glaube ich, oder 28 getestet und gebe ich da den Link hier an der Stelle. Und da muss ich sagen, dass das Hawk von der optischen Leistung her, von der Farbqualität deutlich besser ist, aber auch deutlich mehr kostet. Also das ist halt der Punkt dabei. Und eins ist auch klar, abschließend, dann bin ich auch wirklich fertig, immer wenn es in die Dämmerung geht, also jetzt, wo die Sonne scheint und wo alles hell ist, ist das vollkommen egal, pipi fein. Aber in der Dämmerung, ja, da hat das hier also mal ganz, ganz deutlich die Nase hinten, nämlich ja, da ist es deutlich schlechter. Und natürlich ist einfach von der Vergütung her, von Objektivgröße ganz einfach nicht dafür gedacht, aber sonst ein nettes Glas. Aus! Das war's, danke! Ich mag dir immer einen Daumen nach oben bitten, ich mag dir immer einen Kommentar bitten. Wie du das siehst, hast du Bushnell im Einsatz? Kennst du da irgendwas? Das wäre einfach cool, wenn wir das teilen könnten. Ja, Link zu dem Produkt findest du hier unten. Wenn du das erste Mal hier bist, ein Abo beim Survival Shop Kanal. Es gibt auch den Rainer Rossmann Survival Kanal, den findest du hier. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Unten da liegt zum Produkt, dein Rainer Rossmann. Bis zum nächsten Mal, ciao.